Muss nicht traurig sein. Weiss, auch der Lance Armstrong hat den Bergpreis von der Tour de France müssen zurückgeben. Aber ich war nicht oben. Ich habe den Bergpreis ehrlich verdient. Ich bin mit Vollgas an dir vorbeigesprintet. Das meinst du nur? Doch, ich bin zuerst durchs Ziel. Ich habe zuerst 1500 Punkte erreicht und darum den Bergpreis gewonnen. Ganz sauber, ganz legal, mit einem schönen Fünfblatt. Warum heisst es eigentlich Bergpreis? Jassen kann man ja im Flachland. Du meinst nur, du hättest gewonnen, weil du früher musst weisen, als ich meine Stöcke sagen. Siehst du, jetzt sind wir doch einmal gleicher Meinung. Die Regeln lauten Stöck, weiss, Stich und nicht weiss, Stöck, Stich. Darum zählen halt nicht deine Weiss, sondern meine Stöcke. Ich habe auch Stöcke. Was ist mit denen? Sind das jetzt Weissstöcke oder Stöckweiss? Weißt du was? Wenn die Dummheit könnte Velo fahren, dann hättest garantiert du den Bergpreis gewonnen. Ja, und du hast ihn garantiert nicht gewonnen. Wer zuerst kommt, mal zuerst 1500 Pünktli. Ah, darum heisst es Malwettbewerb, weil der gewinnt, der zuerst gemalt hat. Ich komme nicht mehr raus. Ja, der kommt auch nicht raus, so der Steinbock-Tschink. Ja, aber als Steinbock hat er eine Ahnung von den Bergen. Jetzt sagt der Gstabi gleich einmal etwas Schlaues. Weißt du, wir haben so viel Pässe in Graubünden. Wir haben den Julierpass, wir haben den Maloyenpass, den Lugmanierpass, den Schweizerpass. Ja, und über den Ofenpass bist du nicht, gell? Du bist nämlich nicht ganz bochen. Die Regel ist dermassen einfach. Mit Stück kommst du schneller den Berg drauf als mit einem Vierblatt. Ja, was ist, wenn du Vierblatt-Antrieb hast? Hören da auf! Das sind gemeine Vorurteile gegenüber Auswärtigen und Leute gegenüber, die anders denken. Pfui! Schachmatt! Dann bin ich ein Läufer.